Habe die Ehre, ja, heute mal aus einem ganz ungewöhnlichen Ort, und zwar aus der Badewanne. Ich habe einfach die Idee gehabt, ja, beziehungsweise hatte ich gerade den Impuls, dir jetzt mal ein paar Dinge mitzuteilen. Und zwar, was mir ganz wichtig ist und tief im Herzen verankert ist seit längerem, ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle: Was willst du eigentlich im Leben? Und vielleicht fragst du dich auch, was ist der Martin eigentlich für ein Typ, der mir da irgendwelche Geschichten erzählt? Ja, angefangen bei mir hat mit der Frage, oder beziehungsweise habe ich mir Gedanken gemacht, ist mein Leben so sinnvoll, wie es ist, und warum brauche ich eine Veränderung? Zufälle gibt es ja immer wieder. Bei mir war es ein Zufall ganz besonderer Art und einem besonderen Ort, weil ich war im Urlaub mit meiner damaligen Freundin und mit meinen Eltern in Neuseeland. Und auf der Rückreise blieben mir noch ein paar Dollars übrig. Ich bin dann einfach in einen einen Zeitschriftenladen gegangen, oder habe mich danach ein Buch umgeschaut, und zufällig, ich halte ja nichts von Zufällen, aber ich benutze das Wort jetzt trotzdem, bin ich auf ein Buch gestoßen von einem gewissen Steve Covey, The Seven Effective Measures of Successful People. Und jedenfalls hat das Geld in meiner Hosentasche hat genau gereicht, um dieses Buch zu kaufen. Oder hat genau den Preis entsprochen. Also habe ich nicht weiter gezögert, habe mir das Buch genommen, und auf dem Rückflug hatte ich einiges an Zeit. Nach Europa habe ich mir dann ein bisschen was durchgelesen und bin dann allerdings an einer Aufgabe hängen geblieben. Und zwar ging es darum, sich die Frage zu stellen: Was machst du mit deinem Leben? Oder wie stellst du dir dein, was machst du mit deinem Leben, und wie hättest du es das an deinem Begräbnis, wenn die wichtigsten Personen in deinem Leben, also deine Familienmitglieder, deine Frau, deine Partnerin, deine Kinder, deine besten Freunde, Arbeitskollegen und so weiter und so fort, wenn die eine Rede halten und über dich und dein Leben, ja, sich nochmal auslassen? Beziehungsweise, was willst du, dass sie an positiven Geschichten erzählen? Und du denkst, du willst ja das möglichst maximal Positive, dass sie berichten. Also war es für mich dann so, dass ich gesagt habe: Okay, ich bin die ganzen Bereiche durchgegangen und habe mir Gedanken gemacht, so, wo bin ich? Damals war ich gerade auf dem Sprung von einem Unternehmen ins andere. Ich hatte schon eine Bewerbung laufen. Ich glaube, die war auch schon genehmigt, und ich hatte schon einen Vertrag und der war unterschrieben. Also wusste ich, dass ich bald einen neuen Job anfange. Allerdings war ich mir nicht ganz bewusst, was dabei auf mich zukommt. Hat dann Jahre gedauert, bis ich festgestellt habe, dass der Job eigentlich gar nicht das Richtige war, was ich mir vorgestellt habe oder wie ich mein Arbeitsleben vorgestellt habe. Und dann ging es immer weiter, und genau das Gleiche war in meiner Beziehung. Die lief auch nicht so, wie ich es eigentlich wollte und wie ich es mir erträumt habe. Und alles nach dem anderen ging dann irgendwie in die Brüche. Und dann kam die Frage wieder auf: Was willst du eigentlich mit deinem Leben machen? Und ich wusste in mir, dass irgendwas sich ändern musste. Und daher, das wusste ich schon lang, aber ich hatte irgendwie nie den Ansporn, nicht den Mut, nicht die Kraft und auch nicht die Zeit, mich um die Frage mehr zu kümmern und mich damit zu beschäftigen. Daher, ja, will ich dir das nur als Beispiel nennen, dass es eben wichtig ist, dass du in dich reinhörst und dich immer wieder fragst, was du jetzt gerade machst. Ist es eigentlich so richtig deins, und bringt dich das weiter und entspricht es deinem Traumleben? Und wenn es nicht der Fall ist, dann solltest du vielleicht nochmal überlegen und
Da ist es, glaube ich, altersunabhängig, weil es ist nie zu spät, sein Leben umzukrempeln. Besonders weil du nur eins hast. Und ich glaube, wir sind auf die Welt gekommen, um nicht dieses, was uns von dem jetzigen System vorgestellt wurde und immer noch wird, dass wir von 9 bis um 6 arbeiten müssen, dass wir nur am Wochenende Freizeit haben und im Urlaub und da eigentlich die Dinge erst machen, die uns wirklich Spaß machen. Und wir sollen uns Häuser und Autos und was weiß ich, was für materielle Dinge kaufen von dem Geld, das wir eigentlich teilweise hart verdient haben. Daher hat es alles nicht so zusammengepasst zu meiner Lebensvorstellung, weil ich wusste von früh auf, dass Geld eigentlich nicht so wichtig ist für mich, sondern was für mich gezählt hat, waren schöne Momente mit meinen Liebsten, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Egal, was es kostet im Endeffekt, wenn es halt teurer war, dann habe ich irgendwie eine Lösung gefunden, mir das Geld zu beschaffen. Daher war ich dann im Endeffekt heilfroh, wie ich die Entscheidung getroffen habe, mit dem damaligen Leben Schluss zu machen. Und mich auf ein neues zu konzentrieren. Und ich wusste, dass da irgendwas möglich ist, weil andere es ja auch geschafft haben. Also warum soll es ich nicht dann schaffen? Das Gleiche will ich dir auch ans Herz legen, dass wenn ich es schaffe, warum soll es dann nicht du schaffen? Und was für mich zählt eben, sind nicht dieses Leben, was ich geführt habe in Paris, dieses Schickimicki-Dasein mit im Anzug ständig in die Arbeit gehen, sich zu präsentieren, sich zu verstellen, sich zu demütigen zu lassen von anderen, weil ich nicht so bin wie sie, beziehungsweise habe mich selbst gedemütigt, selbst missachtet, um ständig den anderen Leuten hinterher zu laufen und zu schauen, wie ich sein kann, oder wie ich sein muss, damit ich so bin wie die anderen und mich ständig verstellt habe. Und das hat mich eben zu viel Zeit und es hat mir zu viel Energie geraubt, dass ich in dieses Leben wieder zurückgehen wollte. Also habe ich mich nach anderen Alternativen umgeschaut und bin über Umwege, weil es gibt ja immer, es geht leider im Leben nie gerade und ist auch gut so, weil es auch macht einen stärker, bin ich dann eben zum Coaching gekommen und seitdem, das war im September 2018, anstatt eine neue Arbeitsstelle anzufangen, habe ich mich dann coachen lassen. Und mittlerweile bin ich im, ich weiß nicht mehr, wie viele Coachings ich gemacht habe, aber schon einige. Auf jeden Fall kann ich es einfach nicht lassen. Das ist also eine große Herausforderung und ist eine riesige Genugtuung, mich ständig weiterzuentwickeln. Und das habe ich mir mehr oder weniger als Lebensaufgabe gesetzt, dass ich immer besser werde und immer mehr über mich kennenlernen. Und wenn ich mich kennenlerne, dann kann ich auch anderen helfen, weil ich weiß, dass viele in dieser Situation sind, dass sie nach Veränderungen suchen oder vielleicht die auch nicht suchen, aber sie wissen, dass eine notwendig ist, speziell in der momentanen Situation. Und ich kann euch oder ich kann dir eigentlich nur ja, ans Herz legen, dass du einfach mal schaust, was möglich ist, weil ein unerfülltes Leben ist einfach kein gelebtes Leben. Und klar darf man, muss man sogar Opfer bringen. Ich habe das am eigenen Leibe erleben dürfen. Meine Gesundheit war nicht mehr gut. Ich hatte ständig Sodbrennen und es ging mir nicht gut. Mental, es ging mir nicht gut. Körperlich, ich war immer müde, schlapp, eigentlich keine Lust aufzustehen morgens, in die Arbeit zu gehen. Das hat sich auch in meinen Leistungen gezeigt. Das Gleiche betrifft meine Beziehung mit meiner Ex-Frau. Und leider lief es so heraus, dass ich eben meine Ex-Frau mit meiner Tochter da zurücklassen musste oder wollte, weil ich einfach nicht mehr dieses Leben weiterleben wollte. Und daher kam jetzt auch die Idee aus der Badewanne, weil ich einfach wieder ein Leben wollte, das meinen Ansprüchen entspricht und auch einfach zu leben ist. Weil zum Beispiel haben viele Apartments in Paris nicht
Ich bade an größer wie hier in Deutschland. Und Baden war einfach immer irgendeine Art von Entspannung für mich. Und dieser Entspannungsfaktor, der kam einfach zu kurz in meinem Pariser Dasein. Und daher, als Beispiel jetzt nur, war das auch unter anderem eine Motivation, um was zu ändern und wieder ein Leben zu führen, das mir entspricht und dem ich mich wohler fühle. Also in dem Sinn, nochmal die Anregung an dich. Tu dir was Gutes, komm in die Veränderung. Wir sind Wesen, die sich verändern dürfen, die sich verändern wollen, müssen, so programmiert sind. Ohne Wachstum kommen wir nicht weit. Wir sind Wesen, die Evolution in ihrer DNA gespeichert haben, die sich ständig weiterentwickeln. Und wenn wir diese Weiterentwicklung künstlich aufhalten, dann gehen wir einfach gegen unsere Natur vor. Und wenn wir wissen alle, oder du weißt es sicherlich auch, wenn du irgendwas gegen die Natur tust, ob es jetzt Verschmutzung ist oder ja, du irgendeinem anderen Wesen, was zu leid tust, das kommt meistens auf dich zurück und fühlt sich oft nicht gut an. Daher kämpf nicht gegen deine Natur an, dich weiterzuentwickeln, komm in die Gänge. Und wenn du Lust hast, mit mir darüber zu sprechen, dann findest du unter dem Video einen Link, um einen Termin zu vereinbaren, und dann schauen wir einfach mal, was wir so miteinander noch anstellen können bezüglich Weiterentwicklung. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, einfach das zu machen, was dir am Herzen liegt, weil wer macht schon Videos aus der Badewanne? Also, bis bald, mach's gut, ciao.